Ja, moin moin, herzlich willkommen zurück zu Zapnautica. Ja, lange nicht mehr gespielt. Ich hatte mal wieder Bock auf eine Runde, ich glaube Anfang des Jahres. Ja genau, hier steht das, wann ich das letzte Mal gespielt habe, aber aufgenommen habe ich am Anfang des Jahres. Und ich hatte einfach mal Bock auf mal das wieder zu spielen, aber es hat sich ja einiges verändert, es waren einige Updates dafür. Leider, was ich nicht so geil finde, muss man immer seinen Spielstand dann neu machen, weil neue Sachen halt dazu gekommen sind und dann muss man halt immer neues Spiel spielen. Also anfangen. Ganz normal würde ich sagen Überlebensmodus. Wir gucken mal, was ich getan hat. Wie, je nachdem, wie die Nachfrage danach ist. Sagen wir es mal so. Ich bin gespannt, ich hab Bock. Ich find's schade, vor ein paar Wochen habe ich nochmal ins Development Forum geguckt, leider wird's kein Koop geben. Also jetzt in nächster Zeit nicht, ob's jemals geben wird, weiß ich nicht. Aber jetzt erstmal wieder auf Eis gelegt, weil die wollen lieber an dem Fortschritt des Spieles weiterarbeiten, anstatt einen aufwendigen Multiplayer zu kreieren und ja. Dafür müssen die so den, so nach den Developern, müssten die wieder ganz von vorne anfangen, weil schon, ja, ist klar, ne? Dass nicht da überhaupt nicht dafür ausgelegt ist, dann muss man ganz in den Core reingehen und dann anfangen, wieder die Sachen neu aufzubauen und wenn das dann in die Hose geht, naja, ne? Außerdem kostet das echt Zeit, sowas zu entwickeln. Und ja, es ist ja ein gutes Spiel, mal ganz im Ernst. Also das ist seine, ich meine im Moment hat, kostet das 20 Euro auf Steam, ist es das wert. So, und jetzt habe ich mal kurz meine Fresse. Au. Das ist zum Beispiel ganz neu, diese Startsequenz gab's früher gar nicht. Greetings, survivor. Great job not dying. To assist you in further survival in emergency situations, you have been issued this personal data assistant. The interface visible now will organize your inventory, display currently available construction blueprints, and holds other valuable information. Please take a moment to familiarize yourself with it. Herzlichen Glückwunsch! Du bist nicht gestorben. Das ist ja schon mal sehr super. Das finde ich da. Oh, ups. Das finde ich ja schon mal super. Feuerlöscher habe ich jetzt. Ah ne, den kann ich da genau. Ein bisschen Brot. Wasser nehme ich mit. Ups. Ich immer Escape drücken will automatisch. So. Klick. Hey. Gehen wir erstmal nach oben. Gucken. Ja. Es sieht nach Subnautica aus. Da ist die Aurora, unser Schiff, das wir gerade gesehen haben, was abgestürzt ist. Da sind diese Fliegenfische. Da hinten ist unsere, ich weiß gar nicht, ist das ein, soll das ein Mond sein oder ein anderer Planet? Ich weiß es nicht. I have no fucking... lol. Du? Ja. Hui. So, jetzt habe ich keine Ahnung mehr, womit ich eigentlich anfangen will. Aber ich hole mir erstmal mal ein paar Fische. Hallo, kommst du her? Blasenfische sind wichtig. Da können wir uns nämlich schön... Oh, das ist aber jetzt schön neu. Habe ich den jetzt fallen lassen? Ich bin mit E lasse ich die auffallen. Quatsch.
Nee, mit E packe ich die rein. Mit E packe ich die rein, genau so war's. Blasenfische sind dafür da, dass wir uns ein bisschen Wasser besorgen. Oh. Genau, als erstes Sauerstoffflasche. Und die anderen sind eher so für Nahrung und so gedacht. Würde ich jetzt erstmal sagen. Ich muss erstmal gucken. Also hier haben wir unser Gerät. Nee, Quatsch, das ist Kommunikation. Hallo? Was raus? Da kommen jetzt nicht mehr unendlich Sachen raus, oder was? Ah, vielleicht ist da noch nichts drin. Fabricator. Oh, das ist, wird uns jetzt angezeigt, was wir machen können. Also wir können uns Sachen kochen, das will ich aber nicht. Ich will erstmal gucken. Werkzeuge brauche ich eigentlich auch nicht. Das ist doch alles Käse. Genau. Schwimmflossen wären nicht verkehrt. Und ne, zwei Sauerstoffflaschen. Detecting increased local radiation levels. Trend is consistent with ongoing degradation of the Aurora's dark matter drive core due to damage sustained during collision. Continuing to monitor. Das brauchen wir. Hallo. Was ist das denn? Seegleiterflak, man. Wieso? Ach ja, ich brauche das Gerät dafür, richtig. Ach du Scheiße, Alter. Ein bisschen Kupfer. Das ist immer in diesen Kalksteinen sind, wichtige Mineralien drin. Schrott. So. Aus Schrott kann man sich jetzt schön ein bisschen Stahl machen. Mit Hilfe unseres teuren, gut ausgewogenen Fabricators. So sieht das Ganze dann aus. Ganz easy. Zack. Das waren jetzt erstmal 12. Habe ich denn jetzt genug Glas? Müsste ich auch haben. Ach ne, Glas brauche ich ja. Ich bin so geboostet. Fehlt mir natürlich was. Ich bin so dumm. Aber warum zeigt er mir das jetzt? Ah, das zeigt er mir da nicht an. Ja, egal. Tab drücken. Ach, das hat er da gleich reingepackt. Ach, ich kann nur noch eine Flasche haben. Oder wie, oder was? Ah ne, es gibt jetzt eine extra nur für, aber ich kann jetzt auch eine zweite haben, oder? Das will ich gleich ausprobieren. Ah, ist ein bisschen umgeändert, sonst war das immer direkt im Inventar. Jetzt ist das nicht mehr direkt im Inventar. So, guck. Cool. Man ist halt am Anfang so arschlangsam. Hi. Hä? Wieso finde ich keinen Quarz? War da hinten Quarz? Nee. Quarz! Ah, da hinten. Ich sehe dich. Auch wenn du dich versuchst zu verstecken. Oh, lol, mega lag. Oh, was war das? Ah, vielleicht muss ich die Grafik noch ein bisschen umstellen. Das ist, darf ja nicht so mega lang. Zack. Mal fangen. Jo. Ah, da hinten sind unsere Seekuh-Freunde. Ah, das ist aber hart am Ruckeln gerade. Ich dachte gerade, das muss ich ein bisschen verbessern. Also da muss ich ein bisschen sich an der Grafik runterschrauben. Da merkt man einfach so eine 660er von Nvidia, die war mal gut, aber irgendwann ist auch das Beste mal alt. Quarz ist nie verkehrt. So. Guten Tag. Oh, da steht noch eine Warnung. Fehler in der Repsilke. Test. Fähiger Sekretär offline. Das brauche ich jetzt noch nicht.
eigentlich? Gepökelte Nahrung. Ja, okay, das ist aber jetzt nicht so wichtig. Ich will erstmal wieder Glas machen. Ja, wie schön er das gerappt. Das ist ja richtig schön. So eine O2-Flasche. Bin ich gespannt, was macht er? Ah, er packt die wahrscheinlich einfach so ins Inventar. Ja. Wieso ist da jetzt so ein... Was können wir denn bauen? Das muss ich erstmal eben gucken. Was kann ich denn bauen? Also ich habe schon gesehen, ich kann Solarpanels bauen. Sehe ich das richtig? Sehe ich nicht richtig. Wieso wurden die mir eben angezeigt? Feuerlöscher. Doch, da. Kann ich bauen. Aber ich brauche erstmal das Device dafür. Das ist, das ist Scanner, wäre auch nicht schlecht. Was ist das denn? Strahlenanzug? Alles klar. Jetzt bin ich gerade am gucken, welches ist das denn? Taschenlampe? Repair? Ah, Konstruktionswerkzeug. Brauche ich Computer? Ah, ja, da brauche ich Silber für. Das ist halt sehr, sehr, sehr ärgerlich. Ich glaube, ein Silikongummi brauche ich doch diese komischen Teile für. Die Sonne geht unter. Ja, dann kümmern wir uns erstmal darum, dass wir ein paar Tools kriegen, würde ich sagen. Aber erstmal irgendwas phrasen, würde ich sagen. Hey, ja doch, richtig. So. Continued degradation of the Aurora's oh, das Ding geht gleich hoch. May cause a quantum detonation. Calculating risk assessment. Death by malnourishment, 7%. By physical injury, 11%. By exposure to radioactive crash site materials, 19%. If the drive core is breached, probability of death increases to 65%. Das ist nicht so schön. Ja. Das ist die Frage. Was hol ich denn jetzt? Kann ich noch ein bisschen durch die Gegend eiern hier? Ah, die können schlafen. Ha! Schlipp, schlipp. Also die brauche ich, da brauche ich ein paar von. Ich brauche Kupfer eigentlich auch ein bisschen. Kupfer. Natürlich ist da Titan drin. Ach ja, das war ja Titan und kein Stahl. Das laber ich für Mist. Den Blasenfisch, den hole ich mir nicht. So. Ein bisschen was zu freezen habe und zu trinken nachher. Danke. Na, komm her. So. Aber ist ja schon mal krass, wie lange man jetzt wieder unter Wasser bleiben kann, ne? Blei. Lol. Blei? Jetzt schon? Jetzt war noch nicht viel. Oh, das ruckelt. Hier lädt da irgendwie immer was. Da ruckelt es ein bisschen. Stahl noch mit. Muss ich mal gucken. Brauche halt eigentlich diese Scheiß. Ja, Sache eben. In diesem Gebiet, wo diese Pirscher sind, diese Scheiß angreifenden Haifische da, da muss ich mir Pflanzensaat holen. Das Problem ist nur, die Viecher greifen einen ja an. Bin ich da jetzt nicht gerade so scharf drauf. So, ich wandle das erstmal im Titan um. Ich mache die Anfangsfolge, glaube ich, ein bisschen länger, damit man ein bisschen reinkommt. Oh. Titan, 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 Titan. Den ganzen Mist. Oh, das passt genau. So, jetzt müsste ich erstmal gucken. Erste Hilfekasten, alles Schwachsinn. Werkzeuge, genau. Ein Überlebensmesser. Da brauche ich Titan und Silikongummi für. Taschenlampe. Für den Scanner brauche ich eine Batterie. Was brauche ich für eine Batterie? Brauche ich, glaube ich, diese komischen Nupsi-Dinger, oder? Batterie. Säurepilze. Genau. Danke.
Das sind diese hier. Plop, 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 plop. So. Batterien brauchen wir sowieso für mehrere Devices. Ah, meine Arm juckt. Kinder. So. 2, 2, ja, super, passt. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Dann haben wir gleich mal 3 Batterien. Kann man immer gebrauchen. Das ist kein Problem. Ah ne, ist ja unter Ressourcen. Dass man da jetzt nicht einstellen kann, dass er 3 machen soll, ist natürlich noch so eine Sache, die wäre sehr schön. Aber man soll ja immer mit dem zufrieden sein, was man hat. So. Gucken wir mal. Das lagere ich noch nicht ein. Oder doch? Ne, ich kann mir jetzt schon mal... Warum? Ah ne, kann ich nicht. Glas brauchte ich dafür. Ein Scanner brauche ich Titan. Ja, danke. Ach, hier ist mal wieder der falsche Reiter. Tata, das ist der Scanner. Das ist schon mal schön. Den packe ich mir. Kann ich mir den nicht? Wie konnte ich mir den noch irgendwo hinpacken? Nee. Hallo? Das ist jetzt auf 3, aber ich könnte ihn noch... Hä, bin ich dumm? Ich will jetzt nichts hören hier. Wie ging das denn noch? Hä, wie konnte ich irgendwie... Ah, warte. Hä, ich konnte da doch... Halt, stopp. Ach, guck, siehst du, wenn ich jetzt 1 drücke... So war das. Guck, wusste doch, wie geht das. Ah, es wird wieder morgen. Jetzt für dich erstmal. Den Scanner brauchen wir übrigens. Das, falls das einer oder andere noch nicht weiß. Um unsere Fragmente aufzuholen. Oh, ich kann auch diesen Basenfisch natürlich, aber das interessiert mich jetzt gerade eher peripher. Wo war denn das Teil? Das ist eigentlich jetzt auch nicht meine Aufgabe. Ah, die FX haben es auch ein bisschen überarbeitet. Ah, guck, da ist er. Seegleiter, einer von 2. Ich muss noch einen Seegleiter-Fragment finden. Da muss ich niesen. Das tut mir sehr leid. Was mache ich hier gerade? So. Ich sollte nicht... Da hinten sollte eigentlich auch noch sowas sein. Hab ich denn so arschlangsam gerade? Ja, der Shit. Blei vielleicht? Könnte der Grund sein. Ist aber jetzt egal. Jetzt bin ich losgeschwommen. Jetzt wird das durchgezogen. Da hinten, genau. Da muss ich ihm hin. Oh, ist das ein Fragment? Nee, das ist kein Fragment. Oh, der Schatten. Das war der auch schon immer so. Mich gar nicht dran erinnern. Mal gucken. Nee, das ist bloß Metallschrott. Halt mal, das ist kein Metallschrott, oder? Was mit der Schrott? Ja, das kann ich aber scannen. Da. Die Teile sind auch voll cool. Da kann ich jetzt gleich mal mein Leben, was ein Schwachsinn. Mein, Sauerkraut wieder auffüllen. Ah, hier, guck. Scheiße. Das kann ich auch mal, einfach just for the lights. Produzieren Sauerkraut. Aber das ist nicht das Wichtige. Da sind diese Freunde, die ich nicht als Freunde betrachte. Die machen jetzt eher weniger Probleme. Ah, guck mal, da ist ein Seegleiter-Fragment. Auf die Viecher. Also am Tag sind die ja nicht so aggressiv wie danach. Das ist doch schon mal schön. Hier könnte ich auch schon Silber finden, was ziemlich cool wäre. Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt, darf das nicht so ruckeln. Da hinten sind welche. Natürlich, da ganz hinten. Danke.
Silber. Ich bin so ein Lacker. Manchmal bin ich echt ein Lacker. Gleich Silber. Ey, manchmal habe ich das so lange für gesucht. Oh oh. Au. Nein, Mama. Genau das passiert. Aber die Dinger brauche ich, die gelben. Fick dich, Alter. Da brauche ich ein bisschen was von. Die sind wichtig. Damit kann ich mir nämlich Silikongummi machen. Also wir haben eigentlich schon alles Wichtige gesammelt. Also ein Silbererz brauche ich, um ein Computerschiff herzustellen. Also mein Ziel ist es natürlich, eine Basis zu bauen, ne? Und dafür brauche ich halt diese Werkzeuge. Und dafür brauche ich Silber für ein Computerschiff und Silikongummi. Silikongummi einmal dafür, für das Messer, um noch andere Materialien abzubauen. Und... Das muss ich überlegen. Für ein Werkzeug. Wie man gerade eben auch schon mal gesehen hat. Das Konstruktionswerkzeug nämlich. Emergency. Oh, das Ding geht gleich hoch. Oh, das wollen wir uns hier mal angucken. The central dark matter reactor will reach a supercritical state in T minus 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2. Boom! Herrlich, jetzt kommt gleich eine radioaktive Schockwelle. Da habe ich lieber drin sein. Wie man es hört, geht auch der Geigerzähler. So. Da kann man sich doch am besten ein bisschen Wasser machen. Dim, 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 dim. Gut. So, wollen wir die gleich mal? Hoffentlich reicht das genau für zwei. Ja, das reicht, oder? Ja. Vielleicht noch sogar für drittes? Jawohl! Viertes? Nee. Ach, genau für drei Stück reichte das. So, jetzt muss ich ganz genau gucken, nicht, dass ich hier irgendwie was unnötig Ressourcen am Anfang verschwende. Taschenlampe ist uninteressant. Konstruktion, jetzt brauche ich ein Computerschip für. Für einen Computerschip brauche ich Tischkrallenprobe, dafür brauche ich dieses schöne Messerchen. Gut. Das brauche ich erstmal. Tonki. Auf zwei möchte ich das haben. Zwei. Danke. Zwei. Eins. Danke. So, das brauche ich denn erstmal nicht. Das brauche ich eigentlich nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das auch nicht. Naja, hier ist das so, wenn ich jetzt sterben sollte. Oh. Jetzt sterben sollte, verliere ich alle meine Sachen, die ich im Inventar habe. Darum ist es wichtig, dass ich mein Silbererz und so erstmal schön weghaue. So, ich kann ein bisschen Titan mitnehmen, dann kann ich das Silikongummi da einpacken. Titan ist ja, ne, Schwachsinn. Also das ist echt, das findest du in jeder Ecke. Genau. Brauch zwei Tischkorallenproben, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Ach ja, ich muss ja auf den Computer stehen. Tisch, Silber, jetzt Quarz. So, muss ich einen Quarz sammeln. Werde ich ja wohl noch finden. Quarz, Quarz, Quarz. Ah, da unten ist schon was. Und ich glaube, das waren ja auch die Tischkorallen, oder nicht? Ich bin jetzt nicht. Das waren, glaube ich, nicht die richtigen. Oder?
Hab ich jetzt denn gemacht? Hab mich selber geschnitten. Jetzt habe ich Samen von der Scheiße hier. Das ist natürlich auch gut. Das ist noch nicht so toll. Wo sind... Ah, die sind das, ne? Die sind das. Oh, nein! Zwei brauche ich davon. Danke. Und noch ein bisschen sparsam. Nachher kann man sich auch ganz viele Schränke bauen und so. Da kann man Waren und lagern. Aber momentan habe ich ja noch nicht viel. Darum ist mein Platz ja sehr begrenzt. So. Quarz habe ich auch. Mein Silber muss ich jetzt wieder nehmen. Ach, Schwachsinn. Hallo. Computership. Danke. Sehr, it is. Ein Computerschrein. Chip. Schrein? Ein Computerschrein. Nicht schlecht. Wer kennt ihn nicht, den Computerschrein? Oh ja, ich kann mir ja eine Flösschen machen. Fällt mir jetzt erst ein. Kann ich nicht. Ich brauche ja noch einen. Oh, Gott sei Dank. War schon wieder so euphorisch, dass er schon wieder vergessen hat. Eigentlich sich ein Konstruktionswerkzeug machen wollte. Ne, da. Eine Battery muss ich noch nehmen. Eine Battery. Ach, mach ich denn da. So. Batterie. Jo, das sieht schon mal gut aus. Sehr gut. Habitate. So. Jetzt habe ich ja noch einiges an Titan hier rumliegen. Damit kann man... Jetzt wollen wir mal gucken, wie viel mehr... Könnte ich mir... Könnte mir hier als zum Anfang ja erstmal ganz lokal eine Base bauen. Irgendwie hier so. Und zwar ein Fundament. Oh, da liegt ein Ei. Da liegt schon ein Ei. Wo ist es hin? Hallo? Nein. Hallo? Egal. Ist sowieso noch nichts mit anfangen. Gut. Und ich bräuchte... Ist es Hermut Pom? Okay, cool. Ich sehe aber gerade noch nicht. Haben die das geändert? Korridor kann man nicht bauen. Lol. Ach so ist das. Jetzt haben die das so geändert. Luke, Korridor. Nö, ich finde nicht den Multiraum. Das ist strange. Aber ist ja erstmal egal. Das soll es erstmal gewesen sein für die erste Folge. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Schaltet das nächste Mal auch wieder ein. Und ja, freue mich auf den Daumen hoch oder Daumen runter. Lol. Natürlich nicht auf den Daumen runter, aber über Kommentare. Naja, wie gesagt, tschüss. Ach, der steht 2 Meter von mir weg. Oh nein! Oh, das wollte ich doch gar nicht.